Extra eine Woche vorverlegt hatte die Volksbank Baden-Baden-Rastatt die Tour de Gaggenau und so war die neue Rotherma-Brücke nicht nur Startpunkt für 700 Radler, sondern gleichzeitig Volksfestplatz. Die sogenannte Querspange Bad Rotenfels soll bewohnte Gebiete vom Schwerverkehr entlasten. Weil die Verkehrsführung jetzt einmal schneller in die Innenstadt geht, also als Einkaufsstadt, genauso auch im Binnenverkehr. Wir haben halt zwischen Gaggenau und Rotenfels sehr große Industrie. Und die wird jetzt entlastet, dass der Lkw-Verkehr nicht mehr durch die Stadtteile, sondern direkt auf die Umgehungsstraße geführt wird. Knapp 2 Jahre wurde gebaut. Bereits vor 20 Jahren hatte der damalige Oberbürgermeister an ersten Planungen mitgewirkt. Er beschreibt seine Gefühle heute. Gut, und ich freue mich natürlich jetzt auch für den heutigen Oberbürgermeister und für den heutigen Gemeinderat, dass dieses ja auch sehr teure Projekt doch endlich realisiert werden konnte. Ich freue mich für meine Frau, die ja Bürgermeisterin ist und die ja die verantwortliche Dezernentin ist, dass die Kosten im Rahmen geblieben sind, denn das ist ja auch immer ein Risiko. Knapp 9 der rund 11 Millionen Euro Brückenbaukosten kamen als Infrastrukturfördermittel vom Bund. In Bad Rotenfels wartet man nun noch auf einen besseren Anschluss an die B462. Das ist eine Bundesstraße, das heißt, wir sind dann Bauherren, wenn es um den Anschluss geht und wir hoffen, dass wir nächsten Sommer mit diesem Umbau anfangen können. Erst dann wird man einen leistungsfähigen Anschluss an die B462 haben. Das Regierungspräsidium Karlsruhe arbeitet mit Hochdruck an der Planung zu diesem Rotherma-Knoten. Der Segen der Kirchen beschloss den offiziellen Teil der Einweihung dieses zukunftsweisenden Verkehrsprojektes. Was den Bürgerinnen und Bürgern den Weg zur Arbeit erleichtert, was sie schneller von A nach B kommen lässt und auch eine Entlastung bedeutet für viele andere Straßen. Es ist ein Meilenstein für die Gaggenauer Verkehrsinfrastruktur.